wunderbarer Himmel, dieser Sternenhimmel, diese weihnachtliche Dekoration in Schwanenstadt. Wow, wenn man da hinaufschaut, richtig weihnachtliche Stimmung. Liebe Uttnanger, ich grüße euch ganz herzlich hier aus Schwanenstadt. Das Seelsorgeteam hat sich gewünscht, zu eurem Festtag, dem Pfarrpatrozinium, die Predigt zu halten. Da ich hier in Schwanenstadt die Messe feiere, sende ich diese Predigt per Video an euch. Und noch ein Himmel, aber dem fehlt wohl der Wow-Effekt. Ein Wow-Effekt gäbe es wohl nur, wenn es gleich zu schneien beginnen würde. Warum diese Bilder vom Himmel, diese Rede von diesen Himmeln? Erinnern Sie sich an die Lesung? Da hatte Stephanus gesagt, als er zum Himmel blickte, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Diese Worte des Stephanus müssen bei diesen Leuten von dieser sogenannten Synagoge vor dem Hohen Rat, vor den sie ihn gestellt hatten, richtig gotteslästerlich geklungen haben. Und er hatte in ihren Augen diese harte Strafe und brutale Todesstrafe der Steinigung verdient. Sie hatten Stephanus sowieso schon am Picker. Wer war dieser Stephanus? Stephanus war einer von diesen 7 Diakonen, die von den Aposteln durch Handauflegung geweiht wurden, die sie beim Tischdienst unterstützen, aber nicht nur Tischdienst und karitative Tätigkeit, sondern er dürfte auch ein sehr missionarischer, eifriger, begabter Prediger gewesen sein. Und diese seine Worte wurden diesen Menschen beim Hohen Rat zu viel, trieben ihn zu den Toren hinaus und steinigten ihn. Und dann sagt Stephanus noch einmal etwas. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das erinnert doch auch sehr, wenn er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das erinnert doch auch sehr an den Tod Jesu. Und warum mutet uns die Kirche mitten in diese wohlig, warme, harmonische Weihnachtsgeschichte, diese Mordsgeschichte des Stephanus zu? Vom Anfang an, der Stephanus-Verehrung, wurde sein Gedenktag am Tag nach dem Weihnachtstag gefeiert. Nicht, weil es sein Todestag gewesen wäre, doch man will uns wohl zeigen, wie nahe bei diesem Jesus Freude, Leid, Geburt, Sinn seines Lebens und Kreuz beisammen sind. Wie nahe auch für einen Christen Tod und Kreuz beisammen sein können. Da überlegt man sich wohl auch gleich zweimal, ob man Christ wird, wenn Christsein solche Folgen haben kann. In manchen Ländern muss man sich das wohl auch heute noch überlegen, Christ zu sein, um nicht verfolgt zu werden. Doch bei offener Himmel denke ich noch an eine andere Erzählung aus der Bibel. Im Matthäusevangelium lesen wir am Fest der Taufe des Herrn. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich glaube, dass auf eine eigene Art und Weise das auch für jeden von uns gilt.
dass in der Taufe sich auch für jeden von uns der Himmel geöffnet hat und Gott zu jedem von uns sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und der Himmel für jeden von uns offen steht. Doch noch einmal zurück zu Stephanus. Er muss von so einem starken Glauben getragen gewesen sein zu diesem Christus. Ein anderes Wort für Glaube, Vertrauen. Ein Vertrauen, das so stark war, dass ihn auch über die Aussicht des Todes auf Christus hin durchgetragen hat. Liebe Ottnanger, ihr feiert heute das Pfarrpatrozinium, den heiligen Stephanus als Pfarrpatron. Was ich euch dazu wünsche, dass ihr auch daran glaubt, dass jedem von euch der Himmel offen steht. Nicht der Himmel irgendwo oben in der Höhe, sondern dass ihr den Himmel in euch trägt. Dass ihr den Himmel in euch drinnen habt. Etwas von dieser Herrlichkeit Gottes erahnt. Eine Umschreibung von dem, dass Gott die Liebe ist, dass er etwas Wunderbares für uns ist, dass das in uns lebt, dass wir von diesem Vertrauen zu ihm getragen sind, das uns durchträgt, auch durch die Widerwärtigkeiten des Lebens und hoffen, glauben und lieben lässt. Liebe Ottnanger, ich wünsche euch noch eine gesegnete Weihnachtszeit. Weihnachten dauert ja noch bis zum Sonntag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Christus in euch tragt. Etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, von dies durch die Menschwerdung Jesu in euch erahnt. Und ich wünsche euch, gute Schritte zu setzen in das neue Jahr, dass es ein gutes Jahr wird, ein Jahr, das getragen ist von Glaube, Liebe und Hoffnung.